Am Bonner Nikolaus-Cusanus-Gymnasium mobben offenbar strenggläubige Moslems ihre Mitschüler. Auch die Mädchen wegen angeblich falscher Kleidung. Und nach bekommt die Gruppe offenbar immer mehr Schüler in ihre Fänge, die bei den Provokationen mitmachen. Die Aufregung am Nikolaus-Cusanus-Gymnasium ist groß. Viel zu freizügig. Muslimische Schüler sollen ihre Mitschülerinnen deshalb beschimpft und aufgefordert haben, sich anständig anzuziehen, sich zu verschleiern und sich an den vermeintlich geltenden islamischen Kleiderkodex zu halten. Die Schule will nichts sagen, Anwohner schütteln nur den Kopf. In der Schule gehört das nicht hin, weil wir sind erstens nicht in ein muslimisches Land. Es kommt auch mal zu aus Spaß rassistischen Beleidigungen. Bad Godesberg, der Stadtteil, in dem sich die Schule befindet. Früher ein Diplomatenviertel. Heute prägen arabische Läden das Straßenbild. 60% der Schüler am Nikolaus-Cusanus-Gymnasium sind Muslime. Bei einigen davon ist von Toleranz gegenüber Christen offenbar keine Spur. Das sind Parallelwelten mit Parallelwerten, die zeigen, dass sie in Deutschland nicht angekommen sind. Wenn sie nicht in der Lage sind, diejenigen zu akzeptieren, die ihre Religiosität anders leben wollen, dann kann man hier absolut von gescheiterter Integration sprechen. Die Schule versucht mit einem Präventionsprogramm, die weitere Radikalisierung zu verhindern.